manche Leute sagen so, ey, ihr läuft bei NDR 2 jetzt im Radio so, ihr seid ja voll scheiße, aber es sind nur ein paar wenige und eigentlich macht es ja auch keinen Sinn. Also die alten Leute sind eigentlich dabei geblieben. Neon-Schwarz heben ab und landen beim Hamburger Label Audiolied. Nach der Zusammenarbeit als Solokünstler entschlossen sich die drei, gemeinsam eine Band zu gründen. Angefangen hat alles mit dem Song On a Journey. Mit On a Journey auf dem Album Neon-Schwarz. Daher auch, vielleicht haben wir uns auch deshalb so genannt, weil wir uns auf diesem Album auch kennengelernt haben. Und dann haben wir halt immer mehr Mucke zusammen gemacht, hat immer mehr, also eigentlich jedes Konzert zusammengespielt und es war halt sehr nervig, um Flyer zu schreiben. Captain Gibbs, Johnny Mauser, Marie Curry und ein Name musste her. Alle stressen sich und hetzen von Termin zu Termin. Ich schmeiß den Wecker aus dem Fenster und bleib neben mir liegen. Oh ja, es ist für mich so logisch, doch die Menschen finden. Inzwischen ist die erste EP Unterm Asphalt der Strand erschienen. Und die selbsternannten Zeckenrapper erspielen sich damit ein breites Publikum. Das mit kritischen Texten gegen, Zitat, zu viele dumme, dicke, stolze Deutsche konfrontiert wird. Einigen geht das zu weit. Die Band teilt diese Einschätzung aber nicht. Es geht, also das Einzige, was ich verstehen könnte, wäre, dass es geht natürlich nicht um dicke Menschen. Das ist eher das dumme, dicke Deutsche, kann man halt super sagen, aber es geht eher um die dummen Deutschen natürlich. Also geht auch natürlich um Nationalismus im Allgemeinen, also dass man immer wieder zum Beispiel zur Fußball-WM der Männer sieht, so, wo plötzlich alle ihre Fahne schwenken. Das geht vielleicht eher zu weit. Genau, das geht für uns halt zu weit. So, das widerstrebt uns halt irgendwie stolz auf ein Land zu sein und dadurch andere Menschen abzuwerten aufgrund ihrer Herkunft oder so. Und in Deutschland hat das Ganze durch die Geschichte natürlich noch eine besondere Spezifik. So. Du kannst nicht fliegen, wenn du immer an dein Konto denkst. Es zieht dich runter, Angst, Neid und Konkurrenz. Ich kann mich nicht an den Regen gewöhnen. Ich bleib dabei, die Welt ist kacke, doch das Leben ist... Schön. Davon, die Welt von oben. Neon Schwarz wagen in ihrer Musik den Spagat zwischen Wut auf die Welt und dem Versuch, das Leben zu genießen. Und das ist eine echte Herausforderung. Doch die Hoffnung auf eine bessere Welt haben die drei dabei noch nicht ganz aufgegeben. Ja, ich würde auch nicht denken, dass sich jetzt grundsätzlich an der Gesellschaftsordnung in den nächsten 20 Jahren was ändert. Aber im Kleinen denke ich mal schon. Auch zum Beispiel Frauenemanzipation noch weiter nach vorne. Ich habe auch mittlerweile ganz schön viel Zweifel daran, aber immer noch an meinen Zweifeln nagen Hoffnungen nach wie vor. Also. Es war low, es war medium, doch ich pump mich auf. Helium, heb ab und dreh mich um. Über dem Fernsehturm, klare Sicht auf die Stadt. Ich seh kein Nebel und verliere den Kontakt zu der Welt. Kontakt zu mir selbst. Ab jetzt ein Held, nur der Himmel mein Neon Schwarz haben auch in Zukunft viel vor und würden sich freuen, wie die Labelkollegen Frittenbude auch auf größeren Festivals spielen zu können. Aber wir sind halt so nicht jetzt irgendwie verkrampft dabei, es muss jetzt funktionieren. Also es macht auch so, wie es jetzt ist, Spaß. Nur wir zählen auch auf die Festivalsaison, haben wir Bock drauf. Also Anfang 2013 wird es auf jeden Fall eine neue Single von uns geben. Davor wird es ein Video geben zu The Rain. Also wir planen eine Menge, sind eigentlich jeden Tag am Schreiben und Mucke machen und uns treffen. Also sind motiviert. Wir heben ab mit unserem neon-schwarzen Luftballon. Ist alles aus und vorbei.